Hallo und herzlich willkommen, ich bin es, der Technik-Bogi. Und worum geht es heute in dem Video? Hast du auch zu Hause das Problem schon gehabt, dass deine Bildschirmkabel zu kurz sind? Hab ich auch, schau mal hier. Was ist das für ein Kabel hier? Das ist mein DisplayPort-Kabel von dem linken Bildschirm. Ich habe mein Setup hier erweitert und schaut mal, ich will mein Bildschirm eigentlich, oder ich will eigentlich die Bildschirme mehr nach links und Computer steht auf der rechten Seite, will den Bildschirm anheben und wird immer knapper mit dem Kabel, ja. Das heißt, das mitgelieferte Kabel ist mir einfach zu kurz. Nun kennt man ja das Problem, man tauscht ein mitgeliefertes, also ein Kabel des Herstellers aus durch ein x-beliebiges Kabel, das man noch zu Hause rumliegen hatte. Dann wundert man sich so vielleicht ein bisschen, wenn der Toaster anspringt, flackert das Bild oder sowas, Störeinflüsse durch Lampen, durch sonstige Elektrogeräte oder Spannungsspitzen im Haushalt, kann ja alles mögliche sein, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder nur zu Hause Schrottkabel rumliegen hat. Nee, das ist eher so, dass man meistens so die Standardkabel hat, ja, die man halt bei irgendwelchen Geräten mit dabei hatte. Und die sind ja oft auch für dieses Gerät ausreichend, beziehungsweise sie funktionieren gut mit diesem Gerät. Deswegen sind sie ja speziell zu dem Gerät mit dazugegeben. Wie bei dem Bildschirm hier waren HDMI-Kabel dabei und DisplayPort-Kabel. Und jetzt geht es darum, welche Kriterien sollte man beachten, wenn man ein Kabel ersetzt durch ein anderes Kabel? Ihr könnt natürlich hingehen, wenn euch das Kabel reicht, dann habt ihr gar keinen Grund, es zu ersetzen. Jetzt bei mir als Beispiel, ja, der Bildschirm hier ist ein 165 Hertz Bildschirm. Das heißt, ich brauche ein spezielles Kabel, das auch die 165 Hertz nutzen kann. Da ist mir übrigens beim springenden Punkt. Solltest du dir jetzt mal die Frage stellen, oh, ich habe DisplayPort-Anschlussmöglichkeiten an der Grafikkarte und am Bildschirm, aber das HDMI-Kabel, das ich da liegen hatte, das ging ja auch anzuschließen an beiden Geräten. Also ist ja alles wunderbar und es kommt ja auch ein Bild auf den Bildschirm. Ja, das ist richtig, aber schau mal deinem OSD-Menü von dem Bildschirm nach oder schau mal bei Einstellmöglichkeiten, hast du wirklich die volle Herzzahl, die du nutzen könntest? Oder G-Sync, FreeSync Premium etc. Wenn ihr diese Funktionen nutzen wollt, braucht ihr den DisplayPort-Standard. Das ist jetzt erstmal egal, ob jetzt 1.1, 1.2 und es gibt ja verschiedene. Ihr könnt den höchsten Standard nehmen bei einem Kabel, die sind nach unten kompatibel. Aber grundsätzlich, wenn ihr HDMI nutzen wollt, da ist bei 120 Hertz Schluss, ja. Ich glaube, es gibt jetzt auch einen neuen HDMI-Standard, der ein bisschen mehr kann, aber das ist ja auch die Frage, nur weil es ihn gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass euer Gerät auch diesen Anschluss hat. Müsst ihr mal gucken, oft sind es ja dann irgendwie HDMI 2.0 oder so und DisplayPort 1.2, die verbaut sind. Und das DisplayPort 1.2 im Vergleich zu HDMI 2.0 bedeutet nicht, oh, 1.2 ist doch schlechter als 2.0. Nee, ist es nicht, ist ja ein ganz anderer Standard, von dem wir reden. Also geht es jetzt hier um, welches Kabel suche ich aus? Wenn man erstmal nach einem DisplayPort-Kabel sucht, wird man über Bezeichnungen stolpern, 4K-Kabel, 8K-Kabel und dann denkt man sich so, warte mal, 8K-Kabel? Ich habe ja eigentlich nicht mal einen 4K-Bildschirm, ich habe einen 2K-Bildschirm, also auch wenn ihr jetzt euch damit nicht auskennt. Ich habe jetzt hier, das ist ein WQHD-Bildschirm mit 2560x1440 Bildpunkten, das ist 2K. 1K ist Full HD, also 1920x1080, nur mal so als Information. So, jetzt wollte ich hingehen, was heißt wollten? Ich brauche ein langes Kabel und darum geht es eigentlich in diesem Video. Kauf dieses Kabel. Nein, Quatsch, darum geht es eigentlich nicht. Ich zeige euch, welches Kabel, für welches ich mich entschieden habe, aber ob das in deinem Fall für dich genau das richtige Kabel ist, kann ich überhaupt nicht sagen, ja, weil die Frage ist ja zum Beispiel, hast du einen 144 Hertz Bildschirm oder hast du einen 165 Hertz Bildschirm oder nur einen 60 Hertz Bildschirm? Wenn du einen 60 Hertz Bildschirm hast, dann ist eh egal, mehr oder weniger, was du anschließt. Solltest nur darauf achten, grundsätzlich mal DisplayPort kabeln, man sollte nicht die 3 Meter überschreiten. Jetzt ist es so, dass wenn man nachliest, der DisplayPort Standard kann bis zu 15 Meter. Da denkt man sich erstmal, egal, 15 Meter, soll ich mir ein 15 Meter Kabel hinlegen? Da kann ich auch den Bildschirm mal ganz woanders in der Wohnung hinstellen oder so. Ja, aber je länger die Kabelstrecke, desto mehr Störeinflüsse auf dem Kabel. Ja. Genauso, wenn ihr jetzt hingeht, ein billiges Kabel nehmt, ihr schaltet nebendran Anführungsstriche die Mikrowelle an oder sowas und wundert euch, warum das Bild flackert oder das Bild schlechter wird. Ein Kabel hat ja eine gewisse Mantelung und es hat einen gewissen Schutz. Also solltet ihr schon nachschauen. Ja. Jetzt habe ich hier, wie gesagt, einen 165 Hertz Bildschirm. Nebendran ist ein 144 Hertz Bildschirm. Da könnte ich ein anderes Kabel nehmen zum Beispiel als bei dem hier. Ja. So, jetzt habe ich nachgeschaut und habe gesehen, es gibt ja viele 8K-Kabel und erstmal denkt man sich so, ey, 8K ist doch viel geiler als 4K. Ist ja eine höhere Auflösung. Dann kann der automatisch auch bei niedrigeren Auflösungen auch die höheren Herzzahlen. Und nee, da liegt der Irrglaube. Genau da ist es nämlich nicht. Da solltet ihr genau hingehen und schaut euch mal die Spezifikationen des Kabels an. Also jetzt zum Beispiel hier, das Ivanky-Kabel ist ein 4K-Kabel.
das normalerweise im 4K-Standard mit, boah, will ich jetzt gar nicht sagen, 60 Hertz oder was arbeitet, weil ich ja mit 2K arbeite. Und dieses Kabel kann bei 2K 165 Hertz bedienen. Und genau das habe ich momentan. Ich habe ein Bildschirm mit 165 Hertz. Also brauche ich ein 165 Hertz Kabel. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Warum habe ich mich denn überhaupt für dieses Kabel entschieden? Es kostet aktuell 11,99 €. Preise variieren. Ich verlinke es euch natürlich unten nochmal. Das ist ein Amazon-Affiliate-Link. Und hier, ich habe das Kabel auch vorher noch nicht ausgepackt. Sieht es geil aus oder sieht es geil aus? Also erstmal, es gibt dieses Kabel in 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter 50, glaube ich. Es gibt es in Grau und in Rot. So, warum habe ich mir kein graues Kabel geholt? Weil es da hinten, sieht man es hier auf der Aufnahme, da liegen ganz viele Kabel auf dem Tisch. Übrigens könnten wir daraus gerne mal ein kleines Tutorial machen. Wie bringt man Kabelordnung auf den Tisch? Das ist eigentlich ein ganz guter Grund, weil das hier ist was anderes als Ordnung. So, ich habe mich für das 3 Meter Kabel entschieden und es ist sehr gut bewertet. Da habe ich erstmal primär drauf, ich habe nicht primär auf die Bewertung geschaut, ich habe primär erstmal geschaut, erfüllt es meine Ansprüche? Das solltest du auch prüfen, weil dieses Kabel ist gegebenenfalls nicht das richtige Kabel für dich. Das ist je nachdem, was du machen möchtest. Ja, wie gesagt, ich brauche 2K mit 165 Hertz, kann es. 3 Meter ist somit in der Range und es sieht cool aus, es hat eine Stoffummantelung, es liegt gut in der Hand und immer der Schnuppertest, ich muss immer an allem riechen oder sowas, ja. Gut, das Kabel riecht nicht nach Chemikalien. Es scheint recht flexibel zu sein, wir können es uns mal anschauen, weil das ist ja auch mal der Punkt, weil je nachdem, wo man es langlegen will, wenn man ihr eine Kabelführung am Schreibtisch habt oder sowas und es ist nicht so steif, es gibt biegbare Kabel, die ihr auch wirklich in Position biegen könnt und die dann so bleiben. Wobei das ist so cool, das ist sogar hier der Fall. Nicht schlecht, oder? Weil, schaut mal, ihr kennt das, ein Kabel ist aufgerollt und befindet sich lange Zeit in dieser aufgerollten Position. Oder ja, in dieser ja, Position schon richtig, oder? In dieser Haltung. Ist auch richtig. Und das Kabel, normalerweise wickeln die sich ja dann wieder in diese Position auf. Schaut mal. Ist hier nicht der Fall, ja. Und mit 11,99 € ist es im mittleren Preissegment. Es hat goldbedampfte Stecker. Solltet ihr auch drauf achten, weil ihr wisst ja, Gold korrodiert nicht so schnell und so weiter. Oder läuft nicht an, weil ist ja Edelmetall, ja. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hin. Ich brauche gar kein richtiges Fazit zu ziehen. Ich werde dieses Kabel jetzt mal anschließen und blende euch mal vor, beziehungsweise können wir auch jetzt machen. Ich blende euch jetzt mal die Einstellung vorher ein. Da seht ihr, mit was für Hertz beim Bildschirm momentan gearbeitet hat. Und dann werde ich das Kabel anschließen. Und sollte das Kabel einen anderen Eindruck vermitteln als das, was ich jetzt hier gerade gesagt habe, wird es noch hier ein Fazit dran geben. Aber so haben wir alles schön in einem Rutsch aufgenommen. War doch ganz gut gewesen, oder? Können wir machen. Und dann hänge ich es mal dran und blende es euch ein. Und ja. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, da habe ich noch gar nicht gesagt, wenn es euch gefällt, lasst doch ein Like da und folgt doch dem Kanal hier. Und wenn du dich wunderst, was ist das für ein kleiner Technikkanal, es gibt noch einen Hauptkanal, es gibt noch einen Gaming-Kanal, auf dem findest du 900 Videos. Da sind noch eine ganze Menge Unboxings. Der ist auch unten verlinkt, beziehungsweise hier in der Beschreibung auch noch. Also von daher, schaltet mal rein und es wird wieder demnächst neue Videos geben. Also von daher, ich hoffe mal, ich habe euch helfen können mit dem Thema. Und wenn du Fragen hast oder sowas, schreib es doch mal in die Kommentare. Interessiert mich sehr. Also bis dann. Mach's gut. Dein Technik-Bogi. Bis dann. Und ich habe ja gesagt, es gibt nur noch einen Anhang, wenn was Schlimmes passiert. Aber es ist nichts Schlimmes passiert. Das ist, wenn ich jetzt fragen würde, willst du erst die gute oder die schlechte Nachricht hören? Die schlechte ist, ich bin wieder da. Die gute ist, es ist nichts passiert. Nein, also hier ist das alte Kabel. Ich habe es abgemacht, war 1,50 Meter lang. Aber grundsätzlich gilt, wie lang das Kabel vorher war, ist egal, wenn es für deine Ansprüche zu kurz ist. Du kannst es messen und du siehst, du brauchst einen halben Meter länger, dann kaufst du ein 2 Meter Kabel. Du merkst, oh, ich brauche einen Meter mehr, dann nimmst du ein 3 Meter Kabel. Weil immer, wenn ihr denkt dran, Computer verschieben oder sowas, ihr habt immer Spannung auf so Kabeln. Ich meine, die haben hier eine Druckentlastung, Zugentlastung drauf und sowas, aber wollt ihr euch das den Schuh anziehen und gegebenenfalls einen ausgerissenen, abgebrochenen Stecker haben oder sowas, eure Grafikkarte ist kaputt, muss nicht sein. Dann lieber ein paar Zentimeter mehr. Aber grundsätzlich nur so viel wie nötig und nicht so viel wie möglich, ja, weil ansonsten hast du einen riesen Wirrwarr an Kabeln da liegen und das muss nicht sein. Anschließend war natürlich super gewesen. Schaut mal, hier liegt das gute Iwanki, habe ich es in der Hand? Ja, muss mal gucken, hier ist es, ja. Und ja, es ist angeschlossen. Wenn ich jetzt mal aufs OSD-Menü gehe, ich habe 165 Hertz, habe die 2560 x 1044. Hab ein FreeSync ist an und DisplayPort wird genutzt. Alles super. Hab jetzt nicht gemerkt, dass da irgendwas flackert oder sich irgendwas schlecht verhält oder so. Und grundsätzlich, warum habe ich dann ein rotes Kabel genommen? Ich bin ein Freund davon, dass ich die Kabel auseinanderhalten kann von der
von der Farbe, dass ich später nachher weiß, okay, ich will am linken Bildschirm was machen, das ist das rote Kabel, ich ziehe das rote Kabel raus und nicht alle Kabel gleich oder sowas. Das Kabel macht einen wertigen Eindruck und ich mache einen bärtigen Eindruck. Und das war es auch schon gewesen. Also von daher, verabschiedet habe ich ja vorhin schon. Brauche ich ja gar nichts mehr zu sagen, oder? Tschüss.